Willkommen zu meinem sogenannten Insgesamt-Tutorial. Also ich werde jetzt ein Tutorial machen über komplett alles mit Rehacken, also zumindest die Standardprogramme. Das heißt HomeView-Channel, Gecko und wie man Codes macht. Also so ein Komplettpaket sozusagen. Ich habe zwar schon jedes einzeln gemacht, aber manche wollen es lieber zusammen haben, deswegen nehme ich mir jetzt die Zeit und mache das. Also das allererste, was ihr machen müsst, ist Letterbomb downloaden. Das ist, wie ihr schon seht, hier oben so ein roter Brief mit einer Bombe drauf. Den braucht ihr für den Homebrew-Channel. Dafür gebt ihr hier eure MAC-Adresse ein und oben euer Systemmenü, die Systemmenü-Version. Bei den meisten ist es 4.3e. Schaut trotzdem lieber nach. Das findet ihr bei Einstellungen und dann bei System. Und die MAC-Adresse findet ihr bei Einstellungen, System, Internet und dann Konsoleninformation. So, dann gebt ihr unten halt den Code ein, der da steht. Ich mache das jetzt nicht, weil ich habe das schon. Dann geht ihr auf Cut the Red Wire. Und dann bekommt ihr eine Datei, die heißt, glaube ich, jetzt nicht unbedingt genau so, aber dasselbe ist da drin. Also ich habe es jetzt Letterbomb genannt. Und die könnt ihr dann erstmal beiseite schieben. Wichtig, die Datei ist nicht entpackt. Also ihr müsst sie noch entpacken. Und dafür braucht ihr ein Programm, das ist WinRAR. Falls ihr das noch nicht habt, ich habe hier den Download-Link für die Testversion. Falls ihr WinRAR noch weiter benutzen wollt, müsst ihr sie entweder kaufen für 30 Euro oder cracken. Wenn ihr es cracked haben wollt, müsst ihr selber gucken, wie ihr es hinbekommt, weil sowas mache ich noch nicht. Also dann downloadet ihr das halt auch. Und dann braucht ihr noch den Code Manager. Damit erstellt ihr dann eure Hackcodes. Da habe ich auch den Download-Link. Das download ich jetzt mal. Also die Etherbomb-Datei sieht dann auch so ungefähr aus mit diesen Büchern dort. Speichert ihr dann. Zieht das auf den Desktop. Und das macht dann auch bei der anderen Datei. Entpackt die. Und habt ihr halt einen Ordner. Das könnt ihr gleich löschen, das braucht ihr nicht. Das könnt ihr auch löschen. So, habt ihr jetzt einen Code Manager und Letterbomb. Jetzt braucht ihr noch ein Programm, das ist Gecko OS. Mit Gecko OS könnt ihr die Codes anwenden. Ich dann auch hier einmal den Link. Das downloadet ihr dann auch. Das habe ich jetzt schon. Und wenn ihr das dann alles gedownloadet habt, könnt ihr das erstmal schließen. Und jetzt eure SD-Karte anschließen. Also ich habe jetzt hier mal ein Beispiel. Das ist jetzt nicht wirklich meine, aber es ist nur ein Beispiel, wie ihr ansehen könnt. So ungefähr müsste eure SD-Karte aussehen. Wenn ihr diese Ordner noch nicht haben solltet, empfehle ich euch, die anzulegen. Einfach so, wie sie da stehen. Also Data klein geschrieben, WAD groß geschrieben und Apps auch klein geschrieben. Da kommen nämlich gleich die Sachen rein. Also zunächst, was ihr macht, ist Letterbomb öffnen. Dann habt ihr dort viele Ordner und Dateien. Ihr braucht dafür aber nur Private und Boot 11. Ja, also bei euch sind noch ein paar drin. Ihr müsst dann gucken, wo die sind. Ihr öffnet einfach die Datei Letterbomb und dann zieht ihr diesen Ordner dort rein. Mit Boot 11 zieht ihr auch noch rein. Wieder schließen. Und dann habt ihr jetzt schon mal den Homebrew-Channel. Zur Installation. Ihr tut die SD-Karte rein in die Wii, geht dann auf Postfach und geht genau einen Tag zurück. Also ich nehme jetzt mal Beispiel, heute wäre Mittwoch, dann geht ihr auf Dienstag. Da habt ihr da einen roten Brief, den öffnet ihr. Da kommt erstmal ein schwarzer Bildschirm mit ein paar Zahlen da, in weiß. Dann drückt ihr A, nochmal A und dann kommt irgendwann ein Feld, wo ihr warten müsst. Dann drückt ihr 1 und dann steht da schon, müsst ihr ein bisschen warten, da steht dann Install the Homebrew Channel. Da geht ihr dann drauf, ich glaube das dauert ein paar Sekunden, dann ist das fertig. Dann könnt ihr die Datei auf Excel gehen und dann so, dann müsst ihr der Channel bei euch drin machen. Jetzt zu Gecko. Da öffnet ihr wieder die Datei und dann guckt ihr genau nach, ob Boot 11 klein geschrieben ist. Bei manchen Dateien, beziehungsweise bei manchen Download-Links, ist nämlich Boot 11 groß geschrieben. Da funktioniert das nicht. Wenn das so ist, wie bei mir, zieht ihr das einfach in Apps rein. Oh, so, in Apps. Also ich habe das jetzt schon. Also ich schreibe jetzt mal. So, und da habt ihr dann dort den Ordner. Ich bin jetzt hier zweimal. So. Jetzt habt ihr Gecko auch dran. Jetzt zu den Codes. Könnt ihr das erstmal schließen und Letterbomb rein. Jetzt habt ihr hier den Ordner Code Manager. Da habt ihr jetzt hier Sprachen, die braucht ihr nicht unbedingt, aber das braucht ihr. Das öffnet ihr dann.
habt ihr hier ein Menü. Jetzt zu den Hacks. Ja, als erstes öffnet ihr einen neuen Tab und gebt Google ein. Jetzt gebt ihr unten ein geckocodes.org. Hier die Seite. So, jetzt seht ihr hier schon vier Spiele. Was wichtig ist, es macht Gecko nicht immer unbedingt. Ihr müsst auf Paul.eu gehen. Ist bei mir jetzt schon, aber manchen ist das auf US drin. Deswegen guckt immer, ob das schon eingeklickt ist. Jetzt könnt ihr ein Spiel auswählen. Ihr könnt jetzt viele Spiele machen. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel, einfach hier Super Mario Galaxy 2. Jetzt seht ihr es zwar da, aber das ist nicht unbedingt eure Version. Deswegen müsst ihr unbedingt erst hier suchen. Weil die Dateien stimmen nicht immer. So, wir gehen jetzt auf Super Mario. Oh, das ist Super Mario Galaxy 2. So, jetzt seht ihr hier die Codes. Wenn ihr Zeit habt und auch Lust dazu habt, könnt ihr natürlich jetzt jeden einzeln kopieren. Und dann habt ihr das drin mit Namen. Ich finde, das dauert viel zu lang. Deswegen geht ihr auf Download.txt. Das öffnet ihr. Und zieht es auf den Desktop. Jetzt könnt ihr das schließen. Jetzt geht ihr auf File Open. Desktop. Und da habt ihr hier die Texte. Und schon sind alle Codes drin. Jetzt könnt ihr natürlich einen auswählen. Ich nehme jetzt mal Moonjump. Und Speed Up. So. Oh ne, nehme ich jetzt nicht. Nehme ich den jetzt noch. Also es ist nur ein Beispiel. Nehme ich den. So. Das ist drei Stück. Wichtig, auf was ihr achten müsst, die Codes dürfen niemals über 256 sein. Also seht ihr hier unten, ich habe jetzt 25. Wenn das über ist, müsst ihr unbedingt welche entfernen, weil sonst kein einziger funktioniert. Und zudem achtet darauf, dass die Game-ID dieselbe ist, die auf der Seite dort steht. Weil manchmal downloadet ihr das Falsche und dann funktioniert das auch nicht. Wenn ihr das dann habt, geht ihr auf Export, GCT und Sort to File. Jetzt müsst ihr den unbedingt den richtigen Namen eingeben. Das ist SB4P01. Seht ihr schon da unten, aber nicht auswählen. Ihr müsst es so eingeben. Und dann einfach speichern. Nix.txt oder sonstiges, einfach speichern. Habt ihr hier eine GCT-Datei. Die könnt ihr dort erstmal lassen, das könnt ihr dann schließen. Kann das weg, das weg. Jetzt geht es zu eurer Speicherkarte und geht auf Data, Gecko, Codes. Und dort zieht ihr das einfach rein. Wenn ihr das jetzt genauso gemacht habt, wie ich euch gezeigt habe, dann könnt ihr einfach die SD-Karte bei euch in den Wii reinstecken, Homebrew Channel starten, dann auf Gecko gehen und dann Launch Game. Dann müssten die Codes auch eigentlich normalerweise funktionieren. Sollte dort stehen SD-Codes no found oder halt die Codes gehen nicht, guckt nochmal nach, ob die IDs genau richtig sind, weil manchmal hängt genau davon das ab, ob die Codes jetzt funktionieren oder nicht. Wenn ihr Fragen habt oder irgendwie die ID nicht stimmt und ihr keine andere findet, könnt ihr mich gerne anschreiben und zur Not schreibe ich euch auch Codes. Das ist aber natürlich nur, falls ihr absolut nichts findet. Und ansonsten bei kleinen Fragen könnt ihr mich halt auch anschreiben. Ja, und danke fürs Zuschauen. Wenn euch das gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Ja, danke.